Worüber möchten wir sprechen? Ein bisschen über Strukturwandel in der zweiten Säule. Ich möchte es an zwei konkreten Sachen aufhängen, oder? Wie geht es weiter in dem Sinne? Also nicht weniger mit Pensionskassenstatistik irgendwo glänzen und sagen, was läuft da an der zweiten Säule ab, wie ist der Wandel von den Pensionskassen hin zu Sammelstiftungen und so weiter, sondern ein bisschen mehr die politischen Parameter ein bisschen da entmystifizieren. Ich glaube, es ist eine wichtige Sache, dass wir das rüberbringen. Ich möchte es an diesen Themen aufhängen. An den Aufgaben des obersten Organs ganz kurz darauf eingehen. Da haben wir jetzt im BVG drin. Dann vor allem über die Entwicklung der Lebenserwartung etwas sagen. Was hat das mit beruflicher Vorsorge zu tun? Oder was hat das auf die Rentenhöhe für einen Einfluss? Und dann eben die Bewertung der Renten und der Umwandlungssatz. Da habe ich noch den Anspruch, auch hier 3:45 Freitagabend, Ihnen das technisch näher zu bringen. Es ist nämlich ganz einfach. Und wenn Sie es verstanden haben, erzählen Sie es 100 weiter. Und die sollen es auch wieder 100 erzählen. Und dann machen wir vielleicht das Fiasko, das wir hatten an der Abstimmung vor 2,5 Jahren, würde sich dann vielleicht nicht mehr wiederholen, wenn das Verständnis da ist. Dann ein bisschen etwas über Unterschiede zwischen Perioden- und Generationentafeln sagen. Wenn Sie aus dem Finanzbereich kommen, wissen Sie, was das bedeutet. Mit IAS 19 Revised ist das ein großes Thema auch. Wie berücksichtigt man die Zunahme der Lebenserwartung oder anders gesagt die Abnahme der Sterblichkeit in der Rechnung der Pensionskasse oder eben auch in der Firma? Die IAS 19 Revised, die verlangen das konkret jetzt neu, dass man einen Annahmen trifft über die Entwicklung der Lebenserwartung. In Pensionskassen gibt es noch nicht viele, die es berücksichtigen. Ich möchte Ihnen zeigen, was da die unterschiedlichen Konzepte sind, worauf das überhaupt basiert. Und dann eben ein bisschen auf die tatsächliche finanzielle Lage eingehen. Das ist matchentscheidend. Auf der Aktivseite der Bilanz haben wir Marktwerte und auf der Passivseite der Bilanz haben wir irgendwas anderes. Und das muss man verstehen, was das irgendwas anderes ist, um nicht Fehlentscheidungen zu treffen. Und dann vielleicht noch ein bisschen etwas zu den Rahmenbedingungen des technischen Zinssatzes, falls die Zeit noch reicht. Gut, also vielleicht zu den Aufgaben des obersten Organs. Die sind jetzt eben in Artikel 51 BVG neu zusammengefasst. Früher waren sie im ganzen Gesetz zerstreut. Und was vielleicht auch sehr viel expliziter heute geschrieben wird, wenn Sie da schauen, oder, ist mal das Festlegen des Leistungsziels, aber eben dann die Höhe des technischen Zinssatzes und die Tafeln, die Sterblichkeitstafeln, die Sie anwenden. Früher hat das der Pensionskassenexperte gemacht. Ich weiß noch, wie das vor 15 Jahren war. Da hat der Stiftungsrat das nicht hinterfragt. Heute ist es Ihre Aufgabe, also wenn Sie im Stiftungsrat verantwortlich sind, diese Tafel eben festzulegen. Das heißt, Sie müssen es verstehen, was da dahinter steckt. Und natürlich die langfristige Sicherheit letztendlich. Wichtig ist, dass wir nicht eine Fotografie-Denken haben, sondern wir müssen uns überlegen, wie sieht der Film in die Zukunft aus für die Pensionskasse. Jetzt bin ich dann genügend geblendet. Also, von der Bewertung der Renten respektive Herleitung Umwandlungssatz ist ja die Frage, wie kommt man auf einen Umwandlungssatz? Wir wissen, im Gesetz steht ab 2014 6,8% für das BVG-Minimum. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie da die Herleitung herkommt. Das ist nämlich eine relativ einfache Geschichte. Und wenn Sie an die berufliche Vorsorge denken, müsste ja individuell äquivalent finanziert sein, Kapitaldeckungsverfahren, das heißt letztendlich, ein Versicherter mit 25 beginnt er zu arbeiten, mit 65 geht er in Pension, das ist die Ansparphase. Und jetzt, wenn Sie eine Äquivalenz wollen, Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht, relativ einfache Sache, oder? Sie wandeln das mit dem Umwandlungssatz in eine lebenslängliche Rente um. Ich mache immer das Beispiel, 31. Dezember, 10 Sekunden vor Mitternacht, die Champagnergläser sind gefüllt, ich werde 65, oder? Im Dezember, ich habe zufälligerweise im Dezember Geburtstag. Und dann eine Sekunde nach Mitternacht bin ich Rentner. Oder? Und die Pensionskasse schickt mir gerade eine Sekunde nach Mitternacht diese Rente. Und die Frage jetzt für die Pensionskasse, ja, wie viel Geld brauchen Sie, um mir diese Rente lebenslang zu gewähren? Das ist ja die Aufgabe. Und es müsste ja so sein, also dass eine Sekunde nach der Pensionierung für diese Rente mal den Barwert, wie man so schön sagt, wenn man das bewertet, oder mal den heutigen Wert aller zukünftigen Zahlungen, müsste in dem Sinne zum selben Kapital führen. Jetzt könnte ich Sie fragen, wer ist in einer Pensionskasse versichert? Das für möglicherweise alle, die hier sind. Und was glauben Sie, trifft das bei Ihrer Pensionskasse zu oder nicht? Oder wie hoch ist die Differenz zwischen diesen beiden Werten? Ist im Moment vielleicht die Frage.
Also, so müsste es sein, damit die individuelle Äquivalenz gilt. Einnahmen gleich Ausgaben, oder? Die Einnahmen sind das, was die Pensionskasse eine Sekunde vor Mitternacht erhält aus ihrem Altersguthaben. Die Ausgaben sind die zukünftigen Zahlungsströme. Das zum Auftakt. Also hier sollte Gleichheit herrschen. Und in dem Sinne, oder? 70% der Versicherten, die in eine Pensionskasse mal eintreten mit 18, die werden 65. Und nur 30% werden invalid oder sterben, so grosso modo, oder? Wenn man das so anschaut. Also geht es vor allem um diesen Punkt in der ganzen beruflichen Vorsorge. Was geschieht bei Umwandlung von des Altersguthabens in eine Rente? Um das einfach zu machen, das ist ein bisschen Lebensversicherungsmathematik. Das ist ein Crashkurs, den Sie jetzt besuchen dürfen. Sie haben sich entschieden zu kommen. Also, es ist wirklich ganz einfach. Es ist ganz einfach, oder? Lebensversicherungsmathematik mit Finanzmathematik kombiniert. Beides können Sie. Oder ich habe den Zeitstrahl. Im 65er wird pensioniert und der lebt irgendwo, bis der Blitz einschlägt. So. Und jetzt habe ich eine einfache Betrachtung gemacht. Er kriegt jedes Jahr einfach gerade eine Sekunde nach Mitternacht, oder? Wenn er Rentner wird, kriegt er die Rente. Also mit 65 kriegt er eine Rente, mit 66 eine, mit 67, 68, 69, bis er gestorben ist. Und jetzt ist ja nur die Frage, was ist der Barwert von dieser Zahlung heute? Wie viel muss ich heute auf der Seite haben? Und wenn wir jetzt das ein bisschen detaillierter anschauen, dann sieht die Gleichung eben so aus. Jetzt habe ich da ein bisschen wenig Platz. Ich stehe jetzt trotzdem vor die Leinwand. Ja, nein, ich bin zu klein. Okay, ich lasse es. Also, ich habe mal das Beispiel gemacht. Nehmen wir an, wir rechnen mit 3,5% Zins. Das ist so das, was viele Pensionskassen heute noch machen. Technischer Zins, wie man das schön sagt. Man diskontiert die zukünftigen Leistungen mit 3,5%. Das heißt, wenn ich pensioniert werde, eine Sekunde nach Mitternacht, ja, wie viel brauche ich als Pensionskasse, um diese Rente auszuzahlen? Ja, genau, einen Franken, da gibt es noch nichts zu diskontieren. Auch noch nichts zu diskutieren. Also, ein Jahr später sieht die Rechnung so aus. Wie viel brauche ich heute, um einen Franken in einem Jahr auszuzahlen? Ja, da kann ich den Franken durch 1,035, wenn ich 3,5% habe, dividieren. Und was jetzt eben noch dazu kommt, was manchmal falsch gemacht wird, sagt man, nimmt man den HP19b oder und rechnet schnell die Annuität aus, oder was müsste das für eine Rente geben? Und das ist eben nur die halbe Wahrheit, das ist eben Finanzmathematik. Und jetzt kommt die Lebensversicherungsmathematik dazu. Ich muss es nur jenen auszahlen, die das 65. Lebensjahr überlebt haben, also die 66 werden. Und das ist das internationale Zeichen, das ist das Esperanto der Lebensversicherungsmathematiker. Das P ist die Wahrscheinlichkeit zu überleben, das verstehen Sie auch auf Honolulu. Also, das ist eigentlich nichts anderes als 1 minus die Todeswahrscheinlichkeit, gibt die Überlebenswahrscheinlichkeit. Das ist recht eine digitale Sache, leben oder sterben. Ja? Zwischendurch gibt es nicht, halbtot gibt es in dem Sinne nicht. Also, das ist einfach bis hierher. Jetzt können Sie sich einfach vorstellen, das können Sie einfach weitermachen, dann haben Sie einen 67-Jährigen. Ja, wie viel brauchen Sie für eine Rente mit 67 heute? Wenn er pensioniert wird mit 65, ja, die 1,035 zweimal diskontieren, hoch 2. Ja. Und dann ist es schon, muss er das 65. überleben und das 66. überleben, damit er die Rente hier noch kriegt. Oder sie, Entschuldigung, wenn ich von er spreche, der Versicherte. Gilt auch für Frauen natürlich. Also, und dann mache ich das einfach weiter. Und dann muss ich das zusammenzählen, bis der Letzte gestorben ist. Ganz einfach. Und jetzt, wenn ich jetzt das in Zahlen aufschreibe, oder, sehe ich hier, mit 3,5% diskontiert brauche ich 96,6 Rappen. Die verzinsen sich nämlich mit 3,5 genau auf einen Franken. Und das muss ich nur 99% der Versicherten auszahlen. 1% stirbt der Männer. Das ist für Männer gerechnet. Und dann die nächste Zahlung brauche ich 92 heute, damit ich in 2 Jahren mit 3,5% verzinst sich das auf einen Franken. Und ich muss das erste Jahr überleben, 99% Wahrscheinlichkeit, und das zweite ist noch 98,9% Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeiten gehen dann schon runter, oder? Mit zunehmendem Alter, ist zu überleben. Irgendwann ist sie dann mal null. Mehr oder weniger. Und wenn Sie das alles zusammenzählen, stellen Sie fest, ja, für einen Franken Rente brauche ich 13,34 Franken. Und schon ist das fertig. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Nicht so schwierig, also wenn Sie das Bier jetzt hier verstanden haben. Jetzt, was kommt noch dazu in eine Pensionskasse? Ist klar, wenn ein Mann oder eine Frau stirbt, was geschieht dann? Meine Lieblingsantwort ist immer, kommt darauf an. Nämlich, ob er verheiratet ist oder sie oder nicht.
Oder? Weil wenn er alleine ist, ist er eigentlich hier fertig. Wenn er verheiratet ist, kommt nochmal so ein Zeitstrahl hier daran, oder? Einfach mit der Überlebenswahrscheinlichkeit der Witwe. Aber es ist wieder genau die gleiche Methodik. Es ist nur die Frage, wie viel brauche ich dann hier? Also es wird nicht 13 sein, sondern irgendwas anderes. Ich zeige es Ihnen dann noch. Ich mache es vielleicht vereinfacht, oder? Ich mache nicht monatliche Zahlungen. Das könnten Sie selber machen, monatliche Zahlungen. Es ist nicht schwierig, das zu korrigieren. Und ich habe die Sterblichkeit der Frau jetzt da noch nicht reingenommen. Aber es ist genau dasselbe. Also Sie haben es jetzt verstanden. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wenn die Lebenserwartung steigt, was passiert hier? Das ist ganz einfach, oder? Lebenserwartung steigen heißt, die Sterblichkeit sinkt. Dann stirbt er nicht mit 99, sondern oder überlebt mit 99,5%. Dann wird das logischerweise, jeder Term hier wird größer. Das heißt, ich brauche mehr Kapital, um diesen Franken länger zu bezahlen. Ist ja logisch, nicht schwierig. Was passiert, wenn ich mit einem tieferen Zins rechne? Ist auch wieder klar. Ich brauche heute mehr Geld, wenn der Zins weniger bringt, sage ich mal. Dann geht das auch rauf. He? So, also bis hierher. Und jetzt kommt eben das mit der Verheiratungswahrscheinlichkeit. Und das möchte ich Ihnen noch schnell zeigen. Was hier abgetragen ist, sind aus den BVG-Grundlagen. Das sind von 14 großen autonomen Pensionskassen, wo wir die Sterblichkeiten beobachten. Und die Invalidierungen und so weiter, wo wir die Tafel machen. Also UBS, Swiss Re, Credit Suisse, Coop, Migros und so weiter machen, liefern da ihre Daten. 14 große Pensionskassen. Und da kann man schauen, ja, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Versicherter verheiratet ist, wenn er stirbt. Und Sie stellen fest, das sind die Männer da und das sind die Frauen. Ist noch recht eindrücklich. Was will uns die Grafik sagen? Also die positive Botschaft sage ich immer jungen Männern, die nicht verheiratet sind, ihr findet schon mal noch eine Frau. Oder die Wahrscheinlichkeit, verheiratet zu sein, ist eigentlich mit 75 am höchsten. Okay. Also, die steigt. He? Wie sieht es bei den Frauen aus? Das ist interessant. Eigentlich würde man ja meinen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist doch gleich groß, dass ein Mann und eine Frau verheiratet sind. Wenn wir davon ausgehen, es gibt in der Schweiz gleich viele Männer wie Frauen. Und mal irgendwo so die anderen Paarbeziehungen, die es gibt, ausblenden. Aber wir müssen eben schauen, das ist eine Selektion schon drin. Wir beobachten nur die Frauen, die in einer Pensionskasse versichert sind. Auch nur die Männer, die in einer Pensionskasse versichert sind. Und da sieht man, oder, wenn eine Frau stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit halt viel kleiner, dass noch ein Mann da ist. Das hat zwei Sachen. Das eine ist, oder wenn eine 90-jährige Frau stirbt, weil sie im Schnitt mit einem, sagen wir, 3, 4, 5 Jahre älteren Mann verheiratet ist, ist er halt auch schon weg, wenn sie stirbt. Weil ja sie, die Frauen eigentlich länger leben und sie ist ja sowieso noch jünger, oder, im Schnitt. Das ist statistisch so. Das ist nicht, das sage ich, dass ich ein Mann bin. Ne? Also, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Witwerrente zahlen muss, relativ klein. Und was natürlich da auch sehr stark reinspielt, das müssen die Frauen weghören, beim Bacquoni beispielsweise, Durchschnittsalter 30, 70% Frauen, da wird fast niemand pensioniert in der Pensionskasse. Die werden alle weggeheiratet. Und dann kommen sie nicht mehr in den Arbeitsprozess zurück oder sind nicht mehr einer Pensionskasse versichert, was auch immer. Und das sieht man sehr stark. Wenn man die Gesamtbevölkerung nehmen würde, wären die Kurven etwa gleich. Aber das ist eben eine Selektion. Jetzt, was hat das, denken Sie, für eine Auswirkung auf die Kosten für die Pensionskasse? Ja, je mehr Männer sie in der Pensionskasse haben, umso teurer ist es. Weil wenn ein Mann stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass sie eine Witwenrente zahlen müssen. Hier, wenn sie Frauen haben nach 65, wenn eine Frau stirbt, eine Rentnerin, ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass sie eine Witwenrente zahlen müssen. Das kostet nicht mehr so viel. Das merken Sie. Und jetzt können Sie unterscheiden, wenn Sie eine Pensionskasse haben, oder, von Krankenschwestern, dann sieht die Situation anders aus, als wenn Sie eine Pensionskasse von römisch-katholischen Geistlichen haben. Da müssen wir sich überlegen, ob das die Wahrscheinlichkeitsverteilung die richtige ist, mit wegen bezüglich verheiratet, oder? Die wäre dann irgendwo etwa so. He? Also, ich gehe mal weiter, oder? Jetzt, wenn man das zusammensetzt, diesen Betrag kennen Sie, das ist für einen 65-jährigen Mann, wie viel braucht es für seine Rente? Das sind 13,34 Franken. Und jetzt ist ja die Frage, ja, was kostet 1 Franken Witwenrente? Also, wenn der Mann stirbt, was ist dann der Barwert dieses Zahlungsstroms noch? Und das ist für einen Mann 3,70 Franken, für 1 Franken Rente. Wir sehen dann noch die Linearkombination von dem. Und was es halt auch noch gibt, oder? Männer, die in Pension gehen, kommt es mal noch vor, dass sie noch Kinder in Ausbildung haben.
Und das kostet auch noch für einen Franken Rente im Schnitt 20 Rappen. Da ist eben die Wahrscheinlichkeit drin, wie viele Männer haben noch Kinder und welches Alter haben die Kinder dann, wie lange muss die Rente bezahlt werden. Und jetzt kommt es auf Ihr Reglement darauf an, wie viel Geld Sie effektiv brauchen. Wenn Ihr im Reglement steht 100% Altersrente, 60% Witwenrente und 20% Kinderrente, dann können Sie das zusammenzählen. Wie zählen wir das zusammen? Ja, 13, 34 für den Mann. Jetzt, weil die Witwenrente nur 60% ist und die 3,70 sind für einen Franken Witwenrente, müssen wir das nochmal 0,6 multiplizieren. Kostet das nur etwa 2,10 Franken, hä? Schätzungsweise. Wenn Sie 70% Witwenrente in Ihrem Reglement haben, das gibt es auch, oder 2/3, dann müssen Sie hier mit 0,7 multiplizieren, da gibt es ein bisschen mehr, logischerweise. Ist auch eine zusätzliche Leistung, kostet was. Und die Kinderrente, das ist der Term für die Kinderrente. Das kostet fast nichts mehr, oder? 20% von 22 Rappen, das ist nicht mehr viel. Und wenn man alles zusammenzählt, sind wir bei 15,60 Franken für einen Mann. Und jetzt, wenn ich weiß, dass ich für einen Franken 15,60 Franken brauche bei Pensionierung, wie komme ich jetzt auf den Umwandlungssatz? Und jetzt sind wir dort, wo ich sie haben wollte, oder? Ja, wie macht man das? Nehmen wir an, Sie hätten 100 Franken Kapital. Was würden Sie dann machen? Ja, durch 15 dividieren, oder? Also, wenn wir 15 mal die Rente gibt, das Kapital, oder? Das ist der Barwert für die Rente. Dann können Sie einfach die geraden Gleichung, eine Gleichung, eine unbekannte, 100 durch die 15 machen und da kommen Sie auf 6,395 Franken Rente, respektive das ist genau der Umwandlungssatz, wenn Sie von 100 Franken ausgehen. Also, so rechnet man den Umwandlungssatz. Mit den Sterblichkeiten, die wir angenommen haben und mit 3,5% technischen Zins, gibt es für Männer einen Umwandlungssatz von 6,395. Und wenn Sie schauen wollen, ob die Rechnung stimmt, dann haben Sie 15 Franken Kapital oder 156.380, ist mir egal, wie viele Runden Sie anhängen, multiplizieren das mit 6,395% und stellen fest, es gibt 1, oder? Wenn Sie das machen, das heisst eigentlich, dass es stimmt, oder? Die Rente ist, wenn Sie 15 Franken haben mit 6,39 multiplizieren, muss es einen Franken Rente geben. Könnte man sagen, QED, oder? Das ist nicht wirklich mathematisch wahnsinnig sophistiziert hergeleitet, aber es funktioniert. He? Bis hierher alles klar. Was denken Sie, wie sieht die Rechnung für die Frauen aus? Gefühlt. Was denken Sie, was ist hier? Mehr oder weniger? Ich sehe mehr. He? Die Frauen leben länger. Was denken Sie hier? Weniger, he? Genau. Was denken Sie hier? Praktisch null, oder? Heute mit der Biologie und was auch immer, oder? Bekommen auch 65-jährige Frauen zum Teil noch Kinder. Aber es ist natürlich so, oder? Wenn Sie das anschauen, und jetzt kommt die interessante Entdeckung. Für Frauen braucht es 14,60 Franken, weil sie eben ein bisschen länger leben. Aber die Witwerrente, die kostet nur 45 Rappen für einen Franken Witwerrente. Und die Kinderrente, da müsste ja die Frau mit 65, müsste sie nach 40 Kinder gehabt haben noch. Weil, oder? Man zahlt die Kinderrente bis 25, wenn in Ausbildung. Und wenn nicht in Ausbildung, stoppt sie schon mit 18. Also müsste man nach 40 Kinder gehabt haben, die noch in Ausbildung sind als Frau. Und das kommt halt nicht so oft vor. Wie bei den Männern mit 2 Ehen und so. Also, und wenn wir das zusammenzählen, stellen wir fest, ja, für die Frauen brauchen wir nur 14,90 Franken. Oder anders gesagt, der Umwandlungssatz für Frauen müsste eigentlich höher sein. Jetzt müssen die Frauen gut zuhören. Wenn sie das nächste Mal im Stiftungsrat den Umwandlungssatz diskutieren, müssen sie sich überlegen, wollen sie diese Solidarität, wenn es nur einen Umwandlungssatz gibt für Männer und Frauen? Oder müsste der Umwandlungssatz für Frauen nicht höher sein? Spannend, eh? Also, bis hierher alles klar? Dann getraue ich mich ein bisschen weiterzugehen. Ups, falsche Taste. He? Jetzt interessant, oder? Um das ein bisschen noch durchzuspielen gedanklich, habe ich mal noch eine Grafik gemacht. Das ist, auf dieser Achse haben, sehen Sie, wie viel Witwenrente gibt die Pensionskasse oder Witwer im Prozent, oder? Also entweder gibt sie 0 oder sie gibt 60, was ja normal ist, oder haben wir gesehen, oder 70 oder wir könnten auch eine Pensionskasse 100% Übergang vorsehen, dass wenn der Versicherte stirbt, die Witwen- oder Witwerrente in genau gleicher Höhe weiterläuft. Kostet etwas, oder? Und das kostet wieder im Umwandlungssatz, weil der Barwert steigt, oder? Wenn Sie mehr Leistung dazu mischen und damit sinkt der Umwandlungssatz. Also nur, damit ich Sie, oder es ist wie beim Klavierspielen. Wenn Sie das einmal durchgespielt haben, sind Sie noch nicht versiert und das muss man gedanklich ein paar Mal durchgespielt haben und dann wird man ein Virtuose. Also, Sie sehen,
Umwandlungssatz für Männer, wenn sie 0% Witwenrente haben, kriegen sie etwa 7,3% Umwandlungssatz. Weshalb? Ja, erinnern Sie sich, der Barwert war 13,34 Franken. Und das reziproke Verhältnis, also 1 durch, gibt eben genau diesen Umwandlungssatz, wenn wir keine Witwenrente hätten, von 7,3. Und weil die Frau länger lebt, wenn wir es bei den Frauen anschauen, hätte sie eigentlich einen tieferen Umwandlungssatz, wenn wir keine Witwenrente haben. Ist auch wieder klar. Die Frau alleine lebt länger, gibt einen tieferen Umwandlungssatz. Jetzt beginne ich, Witwenrente dazu zu mischen. Und umso mehr Witwenrente ich dazu mische, umso tiefer wird der Umwandlungssatz, weil die kostet bei den Männern. Und bei den Frauen kostet die Witwenrente fast nichts. Darum geht diese gerade kaum runter. Und das ist wieder dasselbe, oder? Da haben Sie wieder den Umwandlungssatz der Männer. Das ist da bei 60%. Das ist das, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, 6,3. Und bei den Frauen 6,7. Also das ist die Subvention zwischen Männern und Frauen, wenn sie einen gleichen Umwandlungssatz haben. Oder anders gesagt, fair wäre es bei etwa 40% Witwen, respektive Witwenrente, wäre der Deal fair. Das wäre es versicherungstechnisch korrekt, denselben Umwandlungssatz anzuwenden. Jetzt ist es sehr ruhig. Ich habe Sie hoffentlich noch nicht verloren. Also, klar, wie das funktioniert. Am gleichen Alter wäre eigentlich, um es versicherungstechnisch fair zu machen, wäre etwa 40% Witwen- oder Witwenrente würde zum gleichen Umwandlungssatz führen. Und jetzt ist auch wieder klar, wenn Sie eine Pensionskasse haben, nur mit Frauen haben, können Sie im Prinzip einen höheren Umwandlungssatz gewähren, als wenn Sie nur Männer haben. Und darum kritisiere ich, sage ich mal, wenn wir einen Einheitsumwandlungssatz haben, das vielleicht jetzt an die Politik, ich weiß schon, wieso der politisch so festgesetzt ist, aber versicherungstechnisch kann man das nicht argumentieren, dass man für Männer und Frauen den gleichen Umwandlungssatz macht. Das lässt sich nicht rechtfertigen. Und kann auch eine Pensionskasse völlig in Schieflage bringen, wenn sie dasselbe machen. Eben, es kommt darauf an. Die römischen katholischen Geistlichen, die können mit dem Umwandlungssatz locker leben, weil die müssen die Witwenrente zahlen. Herr Dreyer. Ja, in Europa ist es ja auch ein europäisches Gerichtsurteil, genau, Diskriminierung verbietet. Nun müsste es eigentlich nicht genau andersrum rausgekommen sein, weil Diskriminierung heißt ja eben, dass die nicht bestehenden Unterschiede nicht richtig abgebildet werden. Aber das sind ja faktische Unterschiede. Das ist genau die Frage. Ich komme nachher noch auf das, oder? Also der Rechtsgrundsatz, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln, komme ich nachher noch drauf. Aber es ist da schon einmal ein guter Aufgalopp für das, was ich nachher noch zeige. Also, was ich Ihnen noch zeigen möchte, einfach so als Faustregel, damit Sie das ein bisschen auf den Weg mitnehmen können. Hier sehen Sie mit diesen technischen Grundlagen gerechnet für Männer die Umwandlungssätze mit verschiedenen technischen Zinsen. Ist auch klar, wir haben 4%, 3,5%, 3% oder 2,5% technischen Zins. Ist klar, oder? Wir haben gesagt, umso tiefer der technische Zins, umso mehr Geld braucht es, umso tiefer ist die Rente und der Umwandlungssatz. Und da haben wir wieder diese Zahlen. Wenn Sie mit 3,5% rechnen, gibt es etwa 6,4%, das habe ich Ihnen vorher schon gezeigt. Und wenn Sie mit 3 rechnen, geht es etwa auf 6,06 runter für Männer. Also als Faustregel, wenn Sie 0,5% runtergehen mit dem technischen Zinssatz, müssen Sie den Umwandlungssatz etwa um 0,35 runternehmen. Faustregel, das stimmt nicht genau, aber es ist ein recht gut, oder? Also Sie sehen auch, hier geht es etwa um 0,7 runter, da zwischendrin. Einfach so als Faustregel. Und jetzt ist noch die Frage, ja, wie sieht es dann bei vorzeitiger Pensionierung aus? Jetzt bewegen wir uns in dieser Achse, 65 oder 64 oder 63. Und da sehen Sie, wenn Sie ein Jahr vorzeitig gehen, kostet Sie das etwa 0,15 Umwandlungssatz. Also von 6,6 auf 5,9 sind etwa 0,15. Auch nicht wie der Versicherungstest genau. Aber es stimmt ungefähr. He? Einfach so als Faustregel, wenn Sie vorzeitig gehen wollen. Die Rente ist natürlich entsprechend nicht nur um den Betrag hier tiefer, sondern Sie haben auch noch weniger Kapital, oder wenn Sie ein Jahr früher gehen. Und jetzt interessant, oder, wenn wir die Frauen noch kurz anschauen, erinnern Sie sich, für Männer 6,39 im Alter 65 wäre der richtige Umwandlungssatz und bei Frauen wäre es etwa im Alter 63, würde 6,39 ungefähr. Also Sie könnten versicherungstechnisch Frauen bereits mit 63 pensionieren lassen, zu den gleichen Bedingungen bezüglich des Umwandlungssatzes. Die meisten Pensionskassen machen ein Mischverhältnis. Also wenn sie 90% Männer und 10% Frauen haben, nehmen sie 90% des Umwandlungssatzes der Männer plus 10% der Frauen, machen einen Drink, oder? Mischen das gut um und dann ist es halt so orange. Nicht rot, nicht gelb, sondern halt irgendwie orange. Und einfach kommt auch für mich auf die Dunkelheit ihres Aperol-Spritz an, oder? Je nachdem. Und das ist jetzt genau die Frage, die Herr Dreyer gestellt hat, oder?
Es gibt so einen Rechtsgrundsatz, der sagt ja, Gleiches nach Maßgabe seiner Gleichheit gleich behandeln und Ungleiches nach Maßgabe der Ungleichheit ungleich behandeln. Und jetzt ist ja die Frage, sollen Männer und Frauen gleich behandelt werden bezüglich des Umwandlungssatzes? Ist das die Gleichbehandlung? Oder sagen wir, ja, die haben eine unterschiedliche Lebenserwartung, also müssen wir das eben genau ungleich behandeln, weil es ungleiche Sachen sind. Und interessanterweise hat da das europäische, wo ist das da? Irgendwo habe ich es doch, oder? Zunterst, Sie sehen es, ja genau. Da, der Europäische Gerichtshof hat am 1.3.12 entschieden, dass Lebensversicherungen im EU-Raum, dass die nicht geschlechterspezifische Tarife machen können. Also Unisex-Tarife heißt das. Das heißt, oder? Wenn Sie es jetzt so anschauen, kriegen einfach gewisse keine Offerten mehr für eine Lebensversicherung. Also da werden alle nach den guten Risiken gehen. Je nachdem, ob Sie eine Todesfallversicherung oder eine Rentenversicherung machen wollen, wird es unterschiedlich sein, welches Geschlecht Sie anziehen. Und wenn Sie eine Todesfallversicherung machen wollen, beispielsweise, dann warten Sie einfach, entweder bekriegen Sie sie nicht oder Sie warten ein halbes Jahr. Ja, wir sind so überlastet, können im Moment keine Offerte rauslassen. Und wenn Sie eine Frau sind, kriegen Sie sie morgen. Okay, also einfach so als Beispiel, das zu zeigen. Und eben, vielleicht nochmals, politisch verstehe ich schon, weshalb man einen Einheitsumwandlungssatz will oder weshalb man den politisch festlegen will. Aber eigentlich sonst von der Logik her gibt es, ökonomisch kann man das nicht argumentieren. Eben, wir haben das gesagt mit den römisch-katholischen Geistlichen, wenn das, die können nicht den gleichen Umwandlungssatz technisch anwenden wie eine Krankenschwester-Pensionskasse. Ja? Oder auch für Baugewerbe, Bundesverwaltung oder Dienstleistungsbetriebe. Die Sterblichkeit ist anders, das müsste man berücksichtigen. Oder das muss man berücksichtigen in der Lebenserwartung. Interessant finde ich die Lösung von Liechtenstein, die machen das eigentlich immer noch recht clever. Die lassen die Schweiz zuerst die Gesetze machen, schreiben das clevere ab. Also das Gesetz in Liechtenstein ist vielleicht etwa ein Viertel so dick wie das in der Schweiz. Und die wesentlichen Parameter überlassen sie der Pensionskasse, nämlich die Verzinsung wird nach den finanziellen Möglichkeiten der Kasse festgelegt und nach der Umwandlungssatz muss die Kasse selber festlegen. Oder wenn Sie nicht Leute im Spiel haben, die Geld verdienen wollen mit beruflicher Vorsorge, dann funktioniert das relativ gut. Dann können Sie das der Kasse überlassen. Weil wenn Sie den Umwandlungssatz zu tief festgelegt haben, dann generieren Sie immer Überschüsse. Und wenn Sie die fair verteilen, geben Sie auch Rentenerhöhungen. Das regelt sich selber in einer autonomen Pensionskasse, wo nicht jemand Geld verdienen will damit. Also, jetzt ein paar Worte zu Perioden- und Generationentafeln. Weißt du, es ist wichtig, das ist ein neues Konzept, das in der Vergangenheit nicht angewendet wurde, unter anderem auch, weil man es vielleicht nicht rechnen konnte. Ich möchte Ihnen das zeigen, oder? Die Frage ist eigentlich das, wenn, das ist die vom Bundesamt für Statistik, Lebenserwartung für Männer und Frauen. Da beginnt es auch 1900, da sind wir irgendwo 2004. Der Hick, das ist da die spanische Grippe. Und dann geht es hoch, interessant, der Abstand hat zugenommen, jetzt nimmt er wieder ab zwischen Männern und Frauen. Man sagt manchmal, Frauen beginnen jetzt auch ungesund zu leben, oder? Oder Männer wieder gesünder zu leben. Und die Frage ist in dem Sinne, was glauben Sie? Wie wird es sich entwickeln? An welchem Pfad glauben Sie? Geht es weiter rauf, bleibt es gleich, geht es runter? Was glauben Sie? Sie glauben, es geht rauf. Hat es noch andere, die glauben, dass es rauf geht? Herr Dreier glaubt, dass es rauf geht. Oder man sieht ja die Werbung, oder? Da die dicken Kinder auf den Dreirad-Velos und sagt, ja, die Lebenserwartung geht runter, wenn wir uns weiter so entwickeln. Interessant ist, die Eidgenössische Versicherungskasse, heutzutage Publica, Pensionskasse des Bundes, die macht seit 1914, beobachtet sie die Sterblichkeit. Und die haben schon in 1940er Grundlagen geschrieben. Es gibt gewisse Leute, die sagen, die Lebenserwartung wird nicht mehr steigen, weil die Leute rauchen, müssen immer härter arbeiten und so weiter. Aber sie glauben, man müsste das berücksichtigen. Und alle 10 Jahre macht man wieder dieselbe Beobachtung, es ist wieder raufgegangen. Ich glaube auch, dass es raufgeht. Aber ja, was glauben Sie, oder? Wird sich das abschwächen? Wird das so weitergehen? Hä? Oder glauben Sie, ist das ein ernstzunehmendes Problem für Pensionskassen, die Lebenserwartung? Oder wir sind hier im Gebäude der Swiss Re, die bieten Longevity Swaps an für Pensionskassen. Also die glauben, das ist ein größeres Problem. Aber so groß kann es auch nicht sein, sonst würden sie es nicht machen. Zumindest kalkulierbar.
Interessant vielleicht diese Grafik, das ist viel zu klein, Sie müssen nur die Linien anschauen. Das ist für Männer und Frauen, wie sich die Lebenserwartung entwickelt hat. Und da, wenn Sie, das ist das Alter 0 und das ist das Alter 110 hier. Und da ist, wie viele sind von 100% neugeboren nach einer gewissen Zeit noch da. Und da sieht man, im 1900 sind in den ersten 5 Jahren wegen Kleinkinder- und Säuglingssterblichkeit sind schon mal 20% weggefallen. Und dann sind, das ist immer, wie viele sind noch übrig geblieben in einem bestimmten Alter. Und da die 50%-Linie ist immer interessant. Das war da etwa im Alter 65, waren noch 50% da und dann die anderen sind irgendwo nachher noch gestorben, die anderen 50. Und wenn man die Lebenserwartungslinie jetzt anschaut, das sind immer neuere, das biegt sich immer weiter raus. Also der Körper hat offenbar irgendwo eine Endlaufzeit. Aber immer mehr erreichen ein gewisses Alter. Und das ist natürlich dramatisch für die Pensionskassen. Wenn alle, oder wenn fast alle, die pensioniert werden, die meisten 85 werden, wenn es sich einfach so schön linear runtergeht, jedes Jahr fehlt wieder einer. Sondern wenn so nach dem Motto, alle leben bis 85 und dann in den nächsten 5 Jahren gehen alle weg oder in den nächsten 10 Jahren. Das macht relativ viel aus auf die Barwertbetrachtung, die wir da gemacht haben. Denn da spricht man eben von Rektangularisierung der Sterblichkeit oder Lebenserwartung, müsste man hier sagen. Und jetzt ist ja die Frage, was haben wir gemacht? Oder? Sie verwenden alle in ihren Pensionskassen, die verwerten gewisse Sterblichkeitsannahmen, um eben zu sagen, wie viel Geld brauche ich, damit ich die Rente bis zum Tod bezahlen kann. Und das ist wie bei den Lebensmitteln. Nicht immer das, was draufsteht, ist drin. Also, wenn wir da von diesen Sterblichkeitstabellen reden, beispielsweise BVG 210 oder EVG 90 oder 2000 oder VC 25 oder was Sie in Ihrer Kasse anwenden, dann müssen Sie sich immer überlegen, was ist da effektiv drin. Und wenn Sie BVG 210 nehmen, dann sind das die Beobachtungsjahre 2005, 6, 7, 8 und 9. Was gibt das für einen Mittelpunkt? 2,7. Also in den BVG 210 ist eigentlich 2,7 drin. Das ist eigentlich schon Vergangenheit. Weil man kann ja nur das beobachten, was in der Vergangenheit passiert ist. Das ist eine wichtige Aussage. Und was wir beobachten, ich habe jetzt mal 2,10 genommen, ich habe einen Versicherten genommen, der 1960 geboren ist. Oder der ist 2010, ist er 50. Und der ist im 2040, ist er 80. Auf so ein Beispiel. Und eigentlich müsste man die Sterblichkeit anhand von der Achse müsste man da bewegen, müsste man die beobachten. Also müsste schauen, bei den 1960 Geborenen, müsste man schauen, was ist da die Lebenserwartung. Was wir effektiv beobachten, das kann man beobachten, oder bis 2010. Was nachher noch kommt, muss man schätzen. Die Lebenserwartung, die sich noch entwickelt. Was heute gemacht wird, man beobachtet eine Periode, eben 5 Jahre beispielsweise, und schaut, wie ist die Sterblichkeit. Also man beobachtet da die 50-Jährigen, das ist okay. Dann beobachtet man die heute 60-Jährigen, 70, 80, 90 und 100-Jährigen beobachtet man heute. Und in den Pensionskassen wird jetzt so getan, wenn Sie die Lebenserwartung nehmen, wenn Sie dann einen Zeitstrahl nehmen mit den Wahrscheinlichkeiten, dann geht man hin und sagt, ja, der heute 50-Jährige, der stirbt 2020 mit der Wahrscheinlichkeit, wie heute ein 60-Jähriger, mit der Wahrscheinlichkeit, wie heute ein 60-Jähriger stirbt. Und wenn er 70 ist, stirbt er mit der Wahrscheinlichkeit. Aber wenn er mal 70 ist, stirbt er nicht mit dieser Wahrscheinlichkeit, sondern eben im 2030 kann man das dann beobachten, was die Wahrscheinlichkeit ist, für einen 70-Jährigen zu sterben. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Lebenserwartung steigt, dann unterschätzen wir das in dem Sinne immer, wie viel wir bezahlen müssen. Ich möchte Ihnen da schnell zeigen, wie sich das entwickelt, also aufgrund der Beobachtungen, noch ein bisschen klarer machen. Also ein 65-Jähriger haben wir beobachtet, der stirbt mit 1% Wahrscheinlichkeit. Der 66-Jährige im 2007, der stirbt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,13% und so weiter. Jetzt ist die Frage, ja, wie der im 2007 65 wird, das ist der Jahr 1942, schätzungsweise, wird im 2007 65, ja, wenn er 66, wird er erst im 2008 sein. Und da ist seine Wahrscheinlichkeit zu sterben nicht mehr das grüne, 1,13%, sondern 1,09% vermutlich, wenn man annimmt, die Sterblichkeit nimmt ab. Also müssen wir ihn eigentlich so beobachten. Und so kommt man auf Generationentafeln, indem man Schätzungen macht, wie sich die Sterblichkeit entwickelt in Zukunft. Und es ist natürlich immer das Thema, ja, stimmen die Schätzungen, die man macht, oder stimmen die nicht? Es gibt ein Modell von Montaigne, das in diesen Grundlagen zugrunde liegt. Es gibt ein anderes Modell, da rechnet man mit Halbwertszeiten, wie in der Atom.
Wissenschaft, oder? Kann man auch machen, aber es nimmt sicher ab. Es ist sicher, dass es nicht genau so zutreffen wird, das weiß ich auch. Aber einfach anzunehmen, weil ich es nicht weiß, es bleibt stehen, ist irgendwie auch komisch. Die meisten Pensionskassen stellen ja 0,5% jedes Jahr wieder zurück, wenn sie mit Periodentafeln rechnen. Und sie rechnen es für nächstes Jahr auch schon, also glauben sie auch, dass es kommt. Also wäre die faire Betrachtung, wäre, dass sie das schon berücksichtigen in der Verpflichtung und nicht so tun, als würde es dieses Jahr wieder raufgehen und jetzt bleibt es. Und in einem Jahr sagen sie, es ist wieder ein bisschen raufgegangen, aber von heute an geht es nicht mehr weiter. Das ist das, was die Pensionskassen im Moment machen. Immer sagen, ja, ich nehme das letzte Jahr nehme ich mit, aber dann hört es auf. Also, jetzt noch interessant, einfach ein bisschen Geschichte, dass Sie sehen, woher kommen eigentlich die 7,2%, die wir im Gesetz hatten seit 1985 bis 2005. Die wurden berechnet auf den Grundlagen der Eidgenössischen Versicherungskasse, eben Publica heute, 1980, also Beobachtung von 72 bis 77. Stellen Sie sich vor, da war die, und zwar mit 3,5% Zins, also da war, als man das BVG eingeführt hat, 1985, waren die Grundlagen schon über 10 Jahre alt. Und wir wissen, dass die Lebenserwartung etwa jedes Jahr 1 bis 1,5 Monate steigt. Also jemand, der ein Jahrgang oder ein Jahr jünger ist als ich, kann davon ausgehen, dass er einen Monat länger lebt als ich im Schnitt. Also waren das im Prinzip schon veraltete Grundlagen, als man eingeführt hat. Und dann hat man es 20 Jahre stehen lassen. In dieser Zeit ist die Lebenserwartung um 3 bis 4 Jahre gestiegen. Also mit gleich viel Geld, oder man musste dieselbe Rente geben, aber der Versicherte hat 3 bis 4 Jahre länger gelebt. Was ist die einzige Variable, um das System aufgeht? Ja, man muss mehr Anlageertrag erzielen. Das ist es, oder? Sie haben ein Kapital, das ist gegeben, die Rentenhöhe ist gegeben. Das können Sie mit dem HP19B jetzt wieder machen. Und Sie wissen, wie lange Sie zahlen müssen. Und da können Sie auflösen nach dem Internal Rate of Return, sage ich mal. Und dann sehen Sie, was Sie etwa erwirtschaften müssen. Und interessant ist, mit den Sterblichkeitsannahmen, die wir heute haben, wenn Sie 6,8 geben müssen, gemäß Gesetz, und mit Generationentafeln rechnen, wenn Sie denn heute, die 2012, in Pension gehen, müssen Sie für den bis ans Lebensende 4,65% Rendite erzielen. Wenn sich die Lebenserwartung so entwickelt. 4,65%. Und das ist natürlich schon ein Problem. Ich meine, ich kenne keine Anlagestrategie heute, die 4,65% garantiert. Garantiert. Nicht im Erwartungswert oder was auch immer, sondern garantiert, weil der hat eine garantierte Rente. Von Gesetzes wegen kann man die Rente nicht anpassen, im Moment. Also, das ist so etwa das. Und Sie sehen da, mit den, das sind auch die ältesten Historien, die man hat, nicht, dass die EVK die beste Kasse ist. 13, 14, 15, 17, was auch immer, Lebenserwartung. Das ist immer Vergangenheit, das ist ja immer nur Beobachtung aus der Vergangenheit, nicht Zukunft. Sehen Sie, wie das etwa raufgegangen ist. So, also jetzt gehe ich an eine falsche Richtung, Entschuldigung. Also, jetzt haben Sie gesehen, Periodentafeln, macht man eine Periode und tut so, als würde sich die Lebenserwartung nicht weiterentwickeln. Generationentafeln, machen Sie auch die gleiche Periode, beachten Sie, aber dann machen Sie noch eine Fortschreibung der Lebenserwartung. Und das führt logischerweise zu höheren Erwartungen. Einfach um das zu zeigen, mit den Periodentafeln kommen wir mit Männern auf 19 Jahre Lebenserwartung, mit Generationentafeln wird das für einen heute 65-Jährigen nochmals 2 Jahre raufgehen im Erwartungswert. Okay, und da sehen wir noch vielleicht, dass man das bildlich noch ein bisschen sieht, wie viele leben nach einer bestimmten Phase noch. Die blauen Linien sind 165-Jährige, 100% 65-Jährige, wie die abgestorben sind gemäß den EVK 2000 Grundlagen. Dann habe ich die BVG 2000 genommen, da würden die Versicherten so absterben. Und wenn man davon ausgeht, für den Jahrgang 47, wenn der in Pension geht dieses Jahr, dann werden die vermutlich so leben. Und wenn Sie da die Unterschiede anschauen, da können Sie sehen, oder? Die rechnen noch mit 10% leben, aber eigentlich werden vermutlich noch 20% leben. Und das kostet. Also, und jetzt vielleicht zur tatsächlichen finanziellen Lage. Ich habe da 2 Artikel. Sieht man da, oder? Wie sieht das effektiv aus? Was zeigen wir in Pensionskassen? Da möchte ich ein bisschen Sie sensibilisieren, was bedeutet der Deckungsgrad in einer Pensionskasse. Oder? Die eine Aussage von SDA ist irgendwo, ja, die Öffentlich-Rechtlichen haben 88% und der Deckungsgrad der Privatrechtlichen ist bei 103%. Martin Janssen sagt, ja, völlig unrealistische Annahmen, Selbstüberschätzung der Stiftungsräte.
was stimmt. Sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus? Oder sind wir in diesem Fall? Schauen wir mal eine Bilanz, eine Vorsorgeeinrichtung an. Seit Swissgap 426 haben Sie auf der Aktivseite Marktwerte. Außer bei Immobilien und Private Equity und so ist es relativ klar, wie viel das Zeugs wert ist, oder? An der Börse. Auf der Passivseite haben Sie Freizügigkeitsleistung, das sind Nominalwerte, ist auch bekannt, was das ist. Und dann haben Sie eben das Vorsorgekapital Rentner. Und da ist genau die Frage, ja, wie bewerten Sie? Ist das so viel? Ist das eigentlich so viel? Oder ist das nur so viel? Das ist die Frage. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, was eigentlich bezüglich des Vorsorgekapitals Rentner, wie das richtig zu bewerten wäre. Ökonomisch gesehen. Also, das ist die Zinsstrukturkurve, oder wie sich die Bundesobligationenzinsen entwickelt haben. Sie mögen sich erinnern, 1985 war der BVG-Zins, oder Umwandlungssatz, war mit 3,5% technischen Zins gerechnet. Ja, da konnten Sie eine 100% Obligationenstrategie verfolgen und hatten kein Problem. Sie konnten 4% Rendite erzielen. Hier noch mehr, oder? 7% risikolose Rendite. Und von daher, oder, können Sie eigentlich eine Linie ziehen. Sie wissen, wo wir etwa liegen. 0,6% 10-jährige Bundesobligation ist heute aktuell. Und wenn man sich das überlegt, ich habe hier einen Kreis gemacht, das ist da, wo die langfristig sicheren Zinsen die BVG-Zinsen durchstoßen haben nach unten. Und hier hätte man reagieren sollen. Aber das waren die Jahre Dotcom-Blase, wo es nur darum ging, am Stammtisch, ja, hast du 17 gemacht oder nur 13% Rendite. Da wurde alles überdeckt. Hier hat man den Zeitpunkt verpasst, um das System neu zu kalibrieren. Und wenn wir heute über Senkungen, Umwandlungsschatz sprechen und so weiter und die Probleme, ist es eigentlich Aufräumen der Vergangenheit und dem Hasen hinterherrennen, der seit 2000 weitergerannt ist. Die Grafik kennen Sie, oder? Die 1334. Ich mache jetzt mal nur die Parameter, verändere ich ein wenig. Nehmen wir an, ich rechne alles mit 1% Zins. Das ist ja eigentlich noch sportlich gerechnet aufgrund der heutigen Zinsstrukturkurve. Ja, was ändert sich? Ja, an der Wahrscheinlichkeit zu überleben ändert noch nichts. Aber wie viel Geld ich heute brauche, wenn ich nur 1% Zins erzielen kann? Dann brauche ich nämlich 99 Rappen, nicht 96 Rappen für die Rente nach einem Jahr. Und wenn ich das alles zusammenzähle, was stelle ich fest? Dann brauche ich 17 Franken anstatt 13. Das sind schon mal 28% mehr. Und jetzt gehe ich noch hin und sage, ja, die Lebenserwartung steigt, das habe ich Ihnen vorgezeigt. Das heißt, die Sterblichkeit geht runter oder eben die Wahrscheinlichkeit zu überleben steigt. Darum sind jetzt die rot und die Terme werden auch größer. Dann brauche ich 18 Franken 82. Das sind nochmals 11% mehr. Oder anders gesagt, ich brauche eigentlich etwa 40% mehr, wenn ich es risikolos anschaue. Das ist relativ viel. Also 40% mehr Kapital, das ich brauche. Oder der Umwandlungssatz ist eigentlich 40% zu hoch, könnte man sagen. Also nicht 6,8 minus 40%, sondern 6,8 mal 0,6 wäre dann das etwa. Oder? Und die Situation, die wir heute haben, ist einfach, dass die Pensionskassen so gesehen, ökonomisch gesehen, riesige Pensionierungsverluste machen. Das ist ökonomisch gesehen richtig. Und wenn Sie wissen wollen, wie hoch die effektiv sind, mit dem BVG-Satz, der ist ja nicht 6,4, wie ich vorher gezeigt habe, sondern 6,8, machen wir ein Beispiel. 200.000 mal 6,8% Umwandlungssatz sagt das BVG, Sie müssen 13.600 Rente geben. Wie viel Kapital brauche ich für 3.600 Rente? Wenn ich das ökonomisch betrachten würde, weil der hat eine garantiert sichere Rente, dann muss ich etwa mit 1% Zins rechnen und mit Generationentafeln. Und dann brauche ich etwa 22 Mal so viel Kapital, wie die Rente ist. Oder der Umwandlungssatz wäre etwa 4,4. Das wäre ökonomisch korrekt. Also ich brauche 308.000 Franken, wenn ein Versicherter mit 200.000 BVG-Altersguthaben mit 6,8 in Rente geht, braucht die Pensionskasse ökonomisch gesehen 308.000 Franken Kapital oder macht einen Verlust von 50% ökonomisch. Oder sie machen eigentlich, die in Rente gehen, machen die Aktiven ein Geschenk von 50%. Und wenn wir über eine Senkung des Umwandlungssatzes sprechen, geht es nur darum, XXL-Geschenke zu L-Geschenken oder M-Geschenken zu machen. Aber es sind immer noch Geschenke, solange sie nicht hier unten sind. Es sind nur kleinere Geschenke.
Also, jetzt ist die Frage, ja, wie rechnen Pensionskassen heute? Das ist jetzt aus der Pensionskassenstatistik die meisten, oder? Wenn wir das anschauen, waren da die meisten bei den Privatrechtlichen mit 4% gerechnet, bis 4,5%. Und der Tendenz geht runter. Bei den Öffentlich-Rechtlichen, wenn Sie das anschauen, können Sie dann zu Hause mal schauen, ist die Tendenz zu höheren technischen Zinsen frappant, oder? Wir haben ja eine Staatsgarantie. Interessante Aussage, oder? Habe ich mir nachher überlegt. Habe ich diesen Zeitungsartikel gelesen, ist schon ein bisschen her. Da hat die Colette Nova, Vizedirektorin BSV, hat gesagt, in der Sonntag, ja, nur die privatrechtlichen Pensionskassen haben etwa 17 Milliarden Unterdeckung. Ohne die öffentlich-rechtlichen, die haben zum Teil alleine fast zu viel, oder? Jetzt habe ich mir gefragt, ja, stimmt die Aussage 17 Milliarden? Oder sieht es möglicherweise noch schlimmer aus mit diesen Löchern? Und ich glaube, es sieht viel schlimmer aus. Ich zeige Ihnen, weshalb. Das sind jetzt auch wieder die Daten der Pensionskassenstatistik 2009, 2010. Ich nehme das 2010. Und wenn Sie das anschauen, dann haben wir hier, das Vorsorgekapital der Rentner ist 250 Milliarden ausgewiesen. Und die Frage ist ja, wenn wir davon ausgehen, dass es mit 3,5% diskontiert ist, ist es eigentlich völlig understated. Ökonomisch gesehen, wenn Sie die Verpflichtung am Markt abdecken möchten, ich spreche jetzt nicht von einer Lebensversicherung, wenn Sie ein Liability-Driven Investment machen möchten, das mit einem Obligationenportfolio sauber abdecken, dann würde das wie viel mehr kosten? Etwa 25% mehr würde das kosten. Weil Sie müssen den technischen Zins von 3,5 etwa auf 1 runternehmen, an vielleicht sogar noch tiefer wäre es. Und das braucht etwa 25% mehr Kapital. Also, das wären etwa 60 Milliarden. Und wenn wir jetzt noch davon ausgehen würden, dass der Umwandlungssatz immer bei dem Satz bleibt, dann machen Sie für all das Kapital der aktiven Versicherten irgendwann diesen Verlust auch, realisieren Sie auch, wenn Sie in Pension gehen. Also könnte man hier nochmals 25% draufschlagen, wären dann nochmals 80 Milliarden. Und dann habe ich das großzügig auf 150 aufgerundet, diese beiden Werte. Also das ist relativ krass, wenn man so ökonomisch anschaut. Wenn die Zinsen wieder mal steigen sollten, sieht die Rechnung nicht mehr ganz so schlimm aus. Also, und jetzt vielleicht noch ganz interessant, oder? Wie müsste man jetzt effektiv eine Rente richtig bewerten? Das ist jetzt die Zinsstrukturkurve für Juli 2012 aus dem SNB-Monatsheft. Frage, der Duration Mismatch zwischen aktiv und passiv Seite, wie wirkt sich der aus dieser Perspektive? Ja gut, ich meine, da müssten Sie noch mit tieferen Zinssätzen rechnen, okay. Oder? Ja, eigentlich, oder? Wir haben jetzt mal 10-jährige Bundesobligationen genommen. Mhm. Ob Sie dann ein Mismatch haben, das ist nochmal eine andere Frage. Aber tendenziell, wenn die Duration kürzer als 10 Jahre ist, müssen Sie eigentlich auch so kürzer anlegen und dann sind die Zinssätze tiefer. Jetzt weiß ich nicht, ob die Frage beantwortet ist. Mhm. Einigermaßen. Also, ich habe mir überlegt, oder? Was ist der Unterschied, wenn Sie einen Rentner haben in einer Pensionskasse? Der hat ja eine garantierte lebenslängliche Rente. Und das ist in dem Sinne ein bisschen dasselbe, wenn Sie eine Bundesobligation kaufen. Als Rentner hätte ich den Anspruch, dass ich die Rente lebenslang kriege, mit Sicherheit. Und ökonomisch gesehen heißt das nichts anderes, dass Sie mit risikolosen Zinssätzen diskontieren müssten. Und das ist natürlich frappant, und das habe ich jetzt hier aufgezeichnet. Das ist die Zinsstrukturkurve, wie sie heute ausschaut. Und die gestrichelte ist das, wie es vor einem Jahr ausgesehen hat. Und wenn Sie jetzt da den Vertikalabstand anschauen, dann ist das etwa 1,5% zurückgekommen. Und das ist dramatisch, wenn man sich das überlegt auf die Bewertung dieser Verpflichtung, die so lange dauert. Was heißt das auf die Verzinsung, auf die Verpflichtung? Mögen Sie sich erinnern, ich habe gesagt, wenn wir den technischen Zins um 0,5 runternehmen, oder? Dann muss der Umwandlungssatz um 0,35 runter. Mögen Sie sich an diese Folie erinnern? Und darum sage ich, oder? Sinkt der Zins um 0,5, müsste der Umwandlungssatz um 0,35 runter. Nehmen wir an, die Kasse hätte bisher lang 6,4 angewendet, müsste sie schon nur wegen dieser Verschiebung hier, kommt noch, wenn es nur 0,5% runter wäre, müsste sie 6,05 anwenden. Wenn wir davon ausgehen, dass es um 1,5% runtergegangen ist, müsste der Umwandlungssatz von einem Jahr aufs andere, hätte der um 1% sinken müssen, ökonomisch gesehen. Und ich meine, so schnell können Sie den Umwandlungssatz gar nicht absenken in einer Pensionskasse. Das muss man sich schon bewusst sein. Also ich will nicht schwarz malen, ich sage nicht, Sie müssen das machen. Ich möchte nur zeigen, die Synthese kommt dann nachher. Ich möchte das Rüstzeug schaffen. Also, das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Weil letztendlich ist es nichts anderes. Und interessant ist ja das, weshalb hat man nicht reagiert oder weshalb diskutiert man das heute? Bis 2004 war es so, dass jede Pensionskasse ihrem Reglement eine Sanierungsklausel haben musste. Und die hat auch beinhaltet, dass laufende Renten der
angepasst werden können, wenn es die finanzielle Lage erfordert. Das war jeder Pensionskassenexperte war verpflichtet, dass das im Reglement drinsteht. Ja, was heißt das? Das heißt, Ihr Schuldner könnte auch ausfallen. Was heißt es auf die Diskontierung? Ja, kommt drauf an, in welcher Pensionskasse Sie sind. Das heißt, Sie haben nicht einen AAA-Schuldner, sondern Sie haben vielleicht einen Investment Grade, BBB, was auch immer noch Schuldner oder sogar noch schlechter. Das heißt, auf die Zahlungsverpflichtung, die kann ich dann schon mit 3 oder 4% diskontieren. Also wenn meine Pensionskasse, sage ich mal, wenn ich hingehe, ja, mit was diskontiert, der sagt sie mit 4%, dann sage ich, oh, leck, meine Rente ist schön risky. He? Also das ist die Bonität in meiner Pensionskasse ist offenbar nicht so gut, wenn Sie meine Zahlungsverpflichtung mit 4 diskontieren. Ist ja logisch, oder? Obligation, wie diskontieren Sie? Wenn eine Obligation 4% Zins gibt, dann sind wir irgendwie schon fast in Spanien unten. Oder in Frankreich vielleicht erst. Also, jetzt, 1.1.05 wurde die Gesetzgebung Unterdeckung eingeführt. Und da wurde reingeschrieben, neben allen Sanierungsmaßnahmen, die man hat, und temporäre Unterdeckung, man darf Renten, die Startrente, nicht berühren. Die bleibt garantiert. Und nur Rentenerhöhungen der letzten 10 Jahre könnte man temporär rückgängig machen. Und das hat auf die Diskontierung einen matchentscheidenden Einfluss für den Rentner in der Pensionskasse. Der hat eine BBB-Pensionskasse und über Nacht kriegt er eine AAA. Also die Pensionskasse wird nicht AAA, aber seine Kollegen, die noch arbeiten, garantieren für das AAA. Und das heißt eigentlich die Verpflichtung, von da in dem Zeitpunkt an hätten wir als Pensionskassenexperten sagen müssen, sorry, die Welt hat sich geändert, wir müssen die Verpflichtungen ganz anders bewerten. Das ist wirklich matchentscheidend. Und jetzt habe ich nämlich noch genau 6 Minuten, jetzt kommt die entscheidende Frage, oder das Beispiel, auf das ich raus will. Sie sind Versicherter, oder machen wir es so, die Hälfte hier, Sie sind Versicherte, und die andere Hälfte da rechts, Sie sind Stiftungsräte. Ja? Machen wir es doch so. Also, Versicherte, Stiftungsräte. Und ich frage Sie, ich habe 4 Pensionskassen, und frage Sie, bei welcher möchten Sie dabei sein? Ich habe die Pensionskasse 1, die hat 100 Vermögen, sie hat 100 Vorsorgekapital für die Renten, ist eine reine Rentenkasse. Ich habe es einfach gemacht. Ja, was gibt es für einen Deckungsgrad? Wenn Sie 100 Vermögen haben, 100 Verpflichtungen, gibt genau 100% Deckungsgrad. Einfach, he? Und die rechnen mit einem technischen Zins von 4%. Das ist die Pensionskasse 1. So. Jetzt haben wir die Pensionskasse 2. Die hat 120 Vermögen, 100 Verpflichtungen, genau gleich. Die hat also 120% Deckungsgrad, 120 durch 100 gibt 120. Und rechnet auch mit 4% technischen Zins. Gut. Jetzt kommt die Pensionskasse 3, die hat 120 Vermögen, 108 Verpflichtungen und damit 110% Deckungsgrad. Also wenn Sie das dividieren, rechnen mit 3,25% technischen Zins. Und dann kommt noch die Pensionskasse 4, die hat 120 Vermögen, 140 Verpflichtungen, 86% Deckungsgrad, 1% technischer Zins. So, in welcher Kasse möchten Sie versichert sein oder in welcher Kasse möchten Sie Stiftungsrat sein? Spannende Frage. Ich könnte Sie auch fragen, wie laufen die Stiftungsratssitzungen in dieser Kasse ab? Oder? In dieser Pensionskasse da sagen Sie, oh, okay, ja, sieht noch nicht so schlimm, oder sieht eigentlich noch okay aus, 100% Deckungsgrad, kommt schon gut. In dieser Pensionskasse, was wird da diskutiert? Ja, jetzt haben wir schon 10 Jahre keine Rentenerhöhung mehr gegeben. Es wäre wieder mal Zeit. He? Wir sind jetzt endlich wieder bei 120. In dieser Pensionskasse sagen Sie, ich müsste 15% Wertschwankungsreserve haben, bin erst bei 110, Sie schreiben den Rentnern einen Brief, sorry, wir haben die Wertschwankungsreserve noch nicht, erst wenn wir freie Mittel haben, aber sieht gut aus, wir sind auf gutem Wege. Und wie sieht es in dem, was wird hier diskutiert? Der erste Stiftungsrat sagt, haben wir eine Haftpflichtversicherung? Oder? Und jetzt kommt die Auflösung der Geschichte. Ich gehe eins weiter. Mit meiner Folie. Das ist die Auflösung der Geschichte. Die Pensionskasse 1, da möchte ich nicht Stiftungsrat sein und nicht Versicherter sein. Weshalb? Die hat nur 100 Vermögen. Also wenn ich Herausforderungen suche als Stiftungsrat vielleicht. Aber sonst möchte ich hier nicht sein. Ich muss vielleicht so sagen, die Pensionskassen sind alle die genau gleiche. Die haben den genau gleichen Rentenbestand.
genau gleiche Rentner. Sie unterscheiden sich nur, die eine, einmal hat die Pensionskasse 120 und das andere Mal nur 100 Vermögen. Das sehen Sie hier, oder? Was ist die Rendite, die Sie hier erzielen müssen? Ja, ist ja klar, wenn Sie 100 Vermögen haben, 100 Vorsorgekapital, Rentnertechnische Zins 4, müssen Sie 4% Rendite erzielen, dass die Rechnung aufgeht. Wenn wir mit Zunahme Lebenserwartung rechnen, müssen wir sogar 4,4 erzielen. In Pensionskasse 2, ganz einfach, eigentlich kommt es gar nicht darauf an, dass Sie nur das Einzige, was ich hier mache, sind die Verpflichtungen anders bewerten. Hier habe ich die genau gleiche Rente, hier einmal mit 3,25 und einmal mit 1% diskontiert. Dann wird es einfach höher. Aber Vermögen hat die Pensionskasse genau gleich viel. Eigentlich, wie sie die Rentner bewerten, ist egal. Weil der Rentner hat seine Rentenhöhe und der lebt so lange, wie er will. Und die Frage ist nur, wie viel Zins sie erzielen müssen, wie viel Vermögen sie haben. Und umso mehr Vermögen sie haben, umso weniger Zins müssen sie erzielen. Ganz einfach. Und darum, das sehen Sie hier, oder? In diesen Kassen, die haben alle 120 Vermögen, also ist die Rendite, die sie erzielen müssen, immer genau dieselbe. Und mit Lebenserwartung, Zunahme halt sind es 2,53. Aber Sie sehen, wenn Sie die Fehlentscheidungen getroffen werden, hier diskutieren Sie über Rentenerhöhungen, obwohl Sie eigentlich ökonomisch miserabel dastehen. Und hier sagen Sie, ja, was mache ich jetzt? Wie sanieren wir diese Kasse? Sagen Sie, ja, ich habe eine Anlagestrategie, die gibt mehr als 2,5% Rendite, können wir doch ruhig schlafen. Die Unterdeckung, die ich ausweise zwar, die eliminiert sich von selber, könnte man sagen. Also, das ist much entscheidend. Oder? Und das Einzige, was Sie bei der Kasse machen können, Sie müssen 20% oder 20 einschießen, dann sind Sie sofort in dieser Kasse. Und wenn Sie in dieser Kasse in einem Jahr 20% verspekulieren, sind Sie dann in dieser Kasse. Also ich dann spekulieren, also Vermögensverlust haben, sind Sie sofort in dieser Kasse. Und das ist dann die Herausforderung, der neue Benchmark, den Sie haben. Darum müssen Sie sich überlegen, wie Sie die Anlagestrategie machen. Können Sie sich leisten, 20 zu verlieren, diese Pensionskasse oder nicht? Also, das ist eigentlich die Moral der Geschichte. Also, wenn Sie Deckungsgrade in Zukunft in der Zeitung lesen, nehmen Sie das Blatt und machen Sie durch den Schredder. Weil Sie müssen fragen, wie haben Sie ihn berechnet? Und nur erst dann, wenn alle ökonomisch rechnen, können Sie die Deckungsgrade vergleichen. Erstes Learning. Also, die tatsächliche finanzielle Lage einer Kasse hängt nur von den zukünftigen Rentenverpflichtungen ab. Von der Höhe und der Dauer. Wie Sie sie bewerten, egal. Ich habe noch eine Minute, glaube ich, oder? Mhm. Also, dann, eben Cashflows ergeben sich auch Rentenhöhe und Rentendauer. Und die Rentner kümmern sich nicht um den technischen Zinssatz, weil sie leben so lange, wie sie wollen. Und die Mindestrendite sinkt nur, wenn sie den Umwandlungssatz senken. Für die laufenden Renten können Sie aus diesem System nicht mehr raus, das ist verdrahtet. Zinssatz senken, da können Sie nicht sagen, ja, dann sinkt meine Rendite, die ich erzielen muss. Stimmt nicht, weil die Verpflichtung geht ja entsprechend hoch. Die Mindestrendite bleibt immer gleich, auch wenn Sie den technischen Zinssatz senken. Sie dürfen einfach aus dem Kapital, das Sie haben, müssen Sie tiefere Renten geben und nur dann kriegen Sie die Mindestrendite runter. Und den Rest lasse ich jetzt aus, weil ich meine Zeit sonst überschreite. Hi. Noch 10 Sekunden habe ich noch für eine ganz kurze Frage. Also ich hoffe, ich konnte Ihnen das überbringen, wie da die Mechanismen sind und erzählen Sie es weiter.